Dann die neue Chaos passiert. Oh mein Gott. Ja, wir beten alle an. Super Dämon. Ja, okay. So viel zu den Dämonenkult und den ganzen Scheiß. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt wissen wir, was das ist. Sie wollen doch alle Dämonen. Sie wollten alle Dämonen beschwören. Sie hassen mich eigentlich alle. Ich wusste, das sind alles ganz miese Pläne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Viech? Es sieht aus wie ein riesiges Skelettviech aus Teufels. Skelettzeug, so ein eises Teufel. Nein, hier ist alles Teufel. Oh mein Gott, es ist eine derbe Verschwörung des Todes. Kein Wunder, dass sie über diese verrückten Ketzerstatuen hingestellt haben und diese abgefahrene Flaggen. Mein Gott, puh, das hat er. Ah ja, von mir aus. Ja, dreh durch. Ist ja auch scheißegal. Tut's mir ja eh nicht. Satadorus? Das trifft auch irgendwie, das hört sich so ähnlich an wie Satan. Satanorus oder so müssen wir ihn nennen. Dann würde es passen. Boah, der Teufelsanbeter. Gibt's doch nicht. Oh mein Gott, er schießt mit seinen riesigen Stacheln auf mich. Er dreht völlig durch. Und. Nein, ich verstecke mich. Was geht jetzt ab? Das sah mir zu gruselig aus. Wir heilen uns einmal kurz. Und. Was ist denn jetzt los? Und. Haben wir gewonnen? Oh, es fällt auseinander. Fump. Stardust grinst diabolisch. Nein, nein! Was ging jetzt ab? Oh mein Gott! Meine ewige Tiefen. Heilige Scheiße, was ist denn das hier? Das hier ist nicht zu töten. Alter, wir fallen hier nur im tiefen Tunnel herunter. Aber was soll's. Wir werden das viel kämpfen. Er knallt ja irgendwie immer gegen Wände und versucht uns zu töten. Aber wir lassen uns nicht abschrecken. Stirb! So leicht kriegst du mich nicht tot. Ja, super grünes Feuer. Grün ist eigentlich keine Feuerfarbe, aber hier wird uns gezeigt, dass der Teufel das voll drauf hat. Oder Satan, Dorus, Dumbatzos, irgendwas, Bossgegner, Fight, Musik ist episch und alles ist super. Ja, was kommt jetzt? Immer dasselbe, schlecht. Weißt du auch nicht mehr zu helfen, was? Das ist Pech für dich. Oh, wow, wow, er macht super Feuereffekte. Wow, jetzt habe ich echt Respekt vor ihm. Ja, bring mich doch um. Bring mich doch um, jetzt mach doch mal was. Komm her, ich bring dich um. Hab ich angesprochen. Na los, mach das doch mal. Scheiße, kannst du mich so treffen? Nein, so einfach ist das denn. Jetzt komm doch mal her, damit ich ihn hier umbringen kann. Ey, Junge. Boah, Alter. Wir sind in der Hölle schon. Er ist sauer. Er rennt immer gegen die Wand. Kommst du jetzt mal her? Kannst du auch wenn die Bodenschen zu kommen, soll er jetzt endlich hier runterkommen? So. Hab ich dich deinen Koffer sagen? Wow. Sind in tiefen, aber ewigen Abgrund gefallen und wir wissen nicht, wie wir da rauskommen, aber hat schon alles seine Gründe. Arg. Lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Säugetiere sollen ihre natürliche Form wieder erlangen. Und lass mich raten, ja, es ist zu früh für die Wiederbelebung. Ja, leck mich am Arsch. Du musst für das Wachstum an den Leben sorgen. Was? Okay, gut. Was ist das? Hört ihr das? Es soll, glaube ich, ein Herzschlagen darstellen und super viele Zellen und voll viel Action. Was ist das? Wow. Was erwartet uns? Ist das denn die Möglichkeit? Sind wirklich die Tiere zurückgekehrt? Ich sehe einen Elefanten, der total abgefahren war. Ich sehe ein anderes komisches Tier. Sieht für mich aus wie ein Lama. Ich sehe eine Giraffe. Eine Giraffe, noch ein Elefant. Ich sehe noch einen engen Viech. Ich glaube, es ist wieder ein Name. Vielleicht ist es auch ein Affe? Man weiß es nicht. Oder es sind kleine Elefanten mit den Rüsseln nach oben. Vielleicht sind es auch riesige Skarabäuskäfer.
mein Gott. Man wird es niemals herausfinden. Ja gut. So viel dazu. Wir lassen sie mal schnell rüberlaufen. So, Safarium. Ja, so, unsere Tiere sind wieder da. Ah, lass uns fallen. Die Tiere sind zurück. Jedoch nur einige. Löwen leben auf dem Felsplateau über uns. Solltest den König der Löwen aussuchen. Den König der Löwen. Okay, da bist du. Kann die Fliegen von den Löwen fern. Deshalb beschützen wir uns diese wilden Raubkatzen. Alles klar. So. Nächste Aufgabe. Im nächsten Teil von Terranigma. Wir werden zu den Löwen gehen und werden sehen, ob wir irgendwas Böses getan haben, ob sie uns umbringen wollen. Vielleicht wollen sie uns ja auch nur fressen und wir werden die Selfie möglichst früh abbrechen müssen. Oder wir sprechen mit diesen Nashorn, dass sie dort drüben sieht, weil das sieht echt süß aus. Oder wir reden mit Kermit der Schildkröte, keine Ahnung, wie sie mehr hieß. Aber jetzt speichern wir einfach mal ab. Und ich sehe euch dann später. Nachher beim nächsten Mal bei Let's Play Terranigma. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ach, passt auf euch auf und dreht nicht zu doll durch. So wie hier. Ja!